Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe vor, euch zu zeigen, wie man selber einen Kranz aus Weidenkätzchenzweigen machen kann. Zum Ende wird meiner auch noch dekoriert werden. Ja, und ich schnappe mir jetzt mal den längsten Zweig, den ich habe. Der hat in meinem Fall jetzt eine Länge von circa 1,40 Meter. Sollten die Zweige bei euch jetzt überhaupt nicht mehr biegsam sein, dann würde ich die einfach mal ein paar Tage in Wasser legen. Dann werden sie einfach ja wieder biegsamer. So, den biege ich mir jetzt mal ein bisschen zurecht. Das Ganze soll ja nachher eine runde Form ergeben. Jetzt nehme ich hier das Ende von meinem Zweig und wickle das hier einfach mal drumherum. Wenn das jetzt bei euch überhaupt nicht halten sollte, dann würde ich hier an dieser Stelle einfach mal ein bisschen Bindedraht drumherum wickeln. So, jetzt hat er hier noch einen seitlichen Trieb dran und den lege ich mir jetzt hier auch einfach mal drumherum. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal die Perspektive wechseln, dann könnt ihr das gleich noch besser sehen. Gott sei Dank, das hält jetzt schon mal in meinem Fall. Und wie gesagt, dann ändere ich jetzt mal die Perspektive. Ich hatte vorhin beim Gassigehen auch ein bisschen Glück gehabt. Ich hatte einen Landwirt getroffen, der dabei war, seine Weiden zu schneiden. Ja, und ich habe den einfach gefragt, ob ich mir ein paar Zweige mitnehmen darf. Die Zweige hier hinten, die stammen vom Markt, deshalb haben die jetzt eine andere Färbung wie diese Zweige hier. So, jetzt nehme ich mir mal wieder einen Zweig hinzu. So sieht das Ganze jetzt aus und den lege ich jetzt hier erst einmal drunter und wickel den auch um den vorhandenen Zweig mal vorsichtig drumherum. Und ich habe es ja, glaube ich, schon erwähnt, wenn die jetzt bei euch überhaupt nicht biegsam sein sollten, dann wirklich mal so 2-3 Tage in Wasser legen und dann werden die wieder richtig schön geschmeidig, die Weidenzweige. So, hier mal eben festmachen oder auch nicht. Ja, das passiert bei mir auch teilweise mal, dass die hinausflutschen wollen. Ist jetzt auch nicht mein erster Kranz aus Zweigen. Ich weiß gar nicht, wie viele ich jetzt bisher schon gemacht habe. Wenn ihr merken solltet, dass das jetzt hier überhaupt nicht mehr biegsam ist, dann einfach erstmal so hinausschauen lassen. Das kann man hinterher immer alles noch abschneiden. Jetzt nehme ich mir mal wieder einen Zweig hinzu. Ja, der geht noch so einigermaßen. Lege ich mir jetzt einfach mal so zwischen die anderen Zweige und den wickle ich mir jetzt auch mal vorsichtig wieder drumherum. Man kann die Zweige auch mal in die andere Richtung drumherum wickeln, dann sieht der Kranz auch wieder anders aus. Und die Enden einfach erstmal hinausschauen lassen. Ja, jetzt will er hier schon ein bisschen aufgehen. Dann einfach nochmal hier drumherum justieren. Ja, das Ganze macht man jetzt so lange, ja, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist. In vorherigen Projekten hatte ich auch teilweise diese seitlichen Triebe mal abgeschnitten. Ich glaube, das werde ich bei dem Kranz jetzt nicht machen. Der kann nämlich jetzt in meinem Fall auch so ein bisschen strubbeliger bleiben. Aber wisst ihr was, das entscheide ich erst dann, wenn er soweit fertig ist. Hier einfach mal festhalten, wieder vorsichtig drumherum wickeln. Aber ich glaube, ich gehe jetzt mal auf Zeitraffer. Es dauert hier eine Weile, bis ich damit mal fertig bin. Ich bin auch mal gespannt, wie der Kranz dann aussieht, wenn die anfangen, ja, wie sagt man, zu blühen, die Weidenkätzchen. Ich bin mit meinem Kranz jetzt noch nicht fertig. Ich hatte die Zweige ja jetzt die ganze Zeit in diese Richtung drumherum gewickelt. Und jetzt mache ich das genau umgekehrt, also in diese Richtung. Und die überschüssigen Enden, also die jetzt hier so hinausschauen, die schneide ich jetzt schon mal ab. Die waren mir nämlich jetzt ein bisschen im Weg, muss ich gestehen. Ach ja, und in der Zwischenzeit, da könnt ihr den Kranz auch immer noch so ein bisschen ausformen. Meiner hat nämlich jetzt gerade noch eine etwas eirige Form, wobei ich jetzt gerade am Überlegen bin, ob ich den so ein bisschen eiförmig lasse. Dann könnte ich den nachher so etwas, ja, ostermäßig dekorieren. Ja, muss ich mal überlegen, ob ich den jetzt so eiförmig lasse oder halt noch ein bisschen mehr ins Runde ausforme. Und wie gesagt, jetzt gehe ich genau einmal so rum in die andere Richtung werde ich jetzt die Zweige drumherum wickeln. Ja, und wenn ihr merken solltet, dass halt an euren Zweigen etwas nicht mehr biegsam sein sollte, dann einfach abschneiden. Oder ihr lasst das dann auch, so wie ich vorhin, einfach so ein bisschen wie jetzt hier hinausschauen und dann einfach mit Gefühl hier drumherum wickeln. Ich habe jetzt schon ein bisschen damit angefangen, Zweige einzuarbeiten, ja, wo auch noch so seitliche Zweige vorhanden sind. Der Kranz wird dann letzten Endes so ein bisschen strubbeliger werden. Wenn ihr das lieber ordentlicher haben möchtet, dann einfach diese seitlichen Zweige abschneiden. Ja, und jetzt überprüfe ich auch nochmal meinen Kranz, wo noch Zweige hin könnten. Das wäre zum Beispiel hier der Fall. Da ist mir das jetzt noch ein bisschen zu wenig. Leg das jetzt hier einfach mal drunter und wickel das auch wieder einfach drumherum. Die Zweigenden stopfe ich jetzt in meinen Kranz hinein, beziehungsweise zwischen die vorhandenen Zweige. Ja, leichter gesagt als getan. Na, komm mal her, du kleine Maus.
Und wie gesagt, der, ups, ja, das ist jetzt ein Zweig gewesen, der war ein bisschen brüchig anscheinend. Dann wird die Stelle jetzt schon mal nicht strubbeliger werden. Dann einfach abschneiden, ne? Was wollte ich jetzt noch erzählen? Ja, jetzt bricht mir hier ganz viel ab. Ja, sowas kann dann halt auch passieren. Stopfen wir dich jetzt hier einfach hinein, das Ende. So, und dann bin ich jetzt auch schon fast fertig, aber ein bisschen was werde ich noch einarbeiten. Ich bin jetzt gerade dabei, meinen Kranz auch noch so ein bisschen auszuformen und dann werde ich jetzt auch überall diese überschüssigen Enden abschneiden. Ist letzten Endes immer alles Geschmackssache. Ja, und dann kommt jetzt gleich der Deko-Part. Ach, das hier, das könnte ich jetzt eigentlich auch noch abschneiden. So, gefällt mir das besser. Wenn man jetzt noch so Reste übrig haben sollte von den Weidenkätzchen, einfach so dazwischen hineinstecken. Ich habe mir jetzt gedacht, ich werde meinen Kranz mit Islandmoos und mit Curly Moos dekorieren. Das wird einfach so zwischen die Zweige hineingestopft werden. Ja, und mein Kranz, der wird im Übrigen später dann so aufgehangen werden. Ich muss hier oben auch noch ein Band nachher dran befestigen, aber ich mache jetzt erstmal die Geschichte mit dem Moos. Und bei dem Islandmoos ist mir jetzt gerade noch eingefallen, ich habe auch noch eins in Giftgrün. Ja, vielleicht werde ich das auch noch mit einarbeiten, aber ich gehe jetzt einfach mal wieder auf Zeitraffer. Also ich bin jetzt echt froh, dass ich noch dieses giftgrüne Islandmoos in meiner Werkstatt hatte. Ja, und jetzt habe ich mir überlegt, werde ich etwas Schleierkraut einarbeiten. Die Idee ist jetzt allerdings gerade spontan entstanden. Meine Mutter wollte das nämlich jetzt gerade entsorgen. Und da habe ich gesagt, nö, nö, her damit. Damit kann ich doch meinen Kranz ja schon mal so ein bisschen frühlingshaft dekorieren. Wobei, ich werde den nachher auch schon mal für euch osterlich gestalten oder umgestalten so ein bisschen. Schleierkraut, ja, muss ich mir jetzt hier ein bisschen zurechtzupfen, weil so, das wäre jetzt ein bisschen zu lang zum Einarbeiten. Wobei andererseits mit diesen langen Stielen, ja, warum nicht, ne? Ich glaube, ich werde das jetzt einfach so nach Gefühl einarbeiten. Teilweise schneide ich hier diese Stiele ein bisschen kürzer und stecke das dann auch so zwischen die Zweige hinein. Wie sehen überhaupt schon wieder meine Hände aus? Ich kann schon nicht mehr reden. Meine Sprachstörungen kommen mal wieder. Aber ich denke, doch, das kann man da ruhig mit einarbeiten, das Schleierkraut. Das gibt es auch in rosa. Das sieht auch richtig schön aus. Und was wollte ich jetzt noch erzählen? Ach ja, Hyazinthen kommen auch noch zum Einsatz. Das wäre jetzt echt schade gewesen, wenn meine Mutter das Schleierkraut entsorgt hätte, weil ich finde, das macht sich jetzt richtig gut in meinem Kranz. Ja, und ich glaube, ich hatte es schon erwähnt, es werden jetzt auch ein paar Hyazinthen eingearbeitet werden. Wenn ihr das jetzt zu der Osterzeit machen solltet, dann würde ich die Hyazinthen zum Beispiel durch Tulpenzwiebeln ersetzen oder durch Narzissen. Und ich werde jetzt meine Hyazinthen ja aufspießen. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe meine Zahnstocher noch nicht hier liegen. So, wie gesagt, Hyazinthen werde ich jetzt aufspießen. Das können die haben, die Pflanzen. Zack, ist jetzt einfach ein Zahnstocher. Jetzt muss ich eben noch mal gucken, wie wollte ich den aufhängen? So wollte ich den aufhängen. Und der Zahnstocher ist jetzt deshalb da dran, weil dann kann ich das hier auch einfach so in den Kranz hineinstecken. Bei der Hyazinthe hatte ich jetzt schon die Erde entfernt. Ich zeige euch das mal eben, aber ich mache mal eben den Kranz beiseite, sonst ist der gleich mit Erde eingesaut. Das kann auch schon mal weg. Hyazinthe eben rausnehmen. Die hatten sie heute im Discounter übrigens im Angebot. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer die jetzt waren, aber das war auf jeden Fall billiger als im Gartencenter. Und bei der hier hatte ich jetzt einfach die Erde mal so vorsichtig abgeschuckelt. Da werden jetzt auch wieder ein paar, wie heißt es, Wurzeln bei draufgehen. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Dann halt den Zahnstocher dran machen und zwischen die Äste so hineinstecken. Man könnte jetzt auch diese länglicheren oder längeren Schaschleckspieße nehmen. Ich glaube, hier habe ich noch einen. Ne, den jetzt nicht. Dann hat man auch mal ein bisschen, ja, mehr länger an diesen Spießen. Einfach abschuckeln. Düt, düt, düt. Gucken, ja, das geht aber jetzt auch noch ein bisschen ordentlicher. Ich will jetzt die Erde da jetzt nicht so wirklich dran haben. Gut. Zahnstocher, wo bist du? Da. Stecke ich jetzt hier mal einfach hinein. Bei so Krokussen würde ich das jetzt nicht machen, weil die Pflanzen sind ja relativ klein oder die Knollen vielmehr. Mal gucken, wo ihr das hinhaben möchtet. Einfach hier feststecken. Ja, einfacher gesagt als getan. So sitzt du jetzt. Ist aber jetzt ein bisschen doof, jetzt sehe ich mein Islandmoos nicht mehr. Ach, mein Islandmoos, mein, wie heißt das, Curlymoos. Ja, die kann ein bisschen weiter hinten. Ich persönlich arbeite auch immer lieber mit ungeraden Zahlen. Deswegen werde ich jetzt nur drei Hyazinthen einarbeiten. Was man jetzt auch noch machen könnte. Ich habe hier noch Tulpenzwiebeln, die habe ich ganz vergessen zu setzen im Herbst.
Man kann die jetzt einfach mal spaßeshalber hier mit einarbeiten. Ob die jetzt noch austreiben werden, kann ich euch jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die jetzt noch austreiben werden, aber ich glaube, die werde ich jetzt einfach so dekorativ hier mit einarbeiten. Und dann lasse ich mich einfach mal überraschen, ob die noch austreiben oder halt nicht. Zu Ostern würde ich jetzt noch ein paar Federn einarbeiten oder was auch cool aussehen würde, würde ich allerdings mit der Heißklebepistole befestigen, sind Wachteleier. Die könnte man auch hier so vereinzelt an dem Kranz befestigen. Ja, und dann habe ich hier noch diesen kleinen Osterhasenkopf gerade in meiner Werkstatt gefunden. Da hatte ich irgendwann mal einen Draht dran befestigt. Davon würde ich aber jetzt nur einen hier dran befestigen. Aber ich glaube, ich mache mal eben die Deko-Geschichte mit den Federn. Die Wachteleier kommen jetzt noch beiseite. Die wollte ich noch für ein anderes Projekt aufheben. Also dann so, ja, ich sag mal für die richtige Osterdeko-Geschichte. Das dient ja jetzt hier nur so als Beispiel, was man machen könnte zu Ostern. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass mir die Wachteleier jetzt nicht runterkullern vor meinem Kranz, weil ich habe die jetzt einfach nur so draufgelegt. Ja, und das wäre jetzt zum Beispiel eine Osterdeko-Version. Ich werde das jetzt allerdings wieder abdekorieren, weil wir haben jetzt gerade mal Mitte Februar. Das wäre jetzt doch ein bisschen zu früh für Osterdeko, zumindest hier bei uns zu Hause. Die Federn nehme ich jetzt auch vorsichtig wieder hinaus. Und die Federn, die stammen alle von einem Projekt aus dem letzten Jahr. Ich hatte das einfach wieder vorsichtig hinuntergenommen, also die Federn. Bei dem vorherigen Projekt oder bei dem Projekt aus dem letzten Jahr vielmehr. Und habe die hier einfach alle in so ja, Holzkisten eingepackt. Eingepackt, reingelegt. Weil hier wird nicht so schnell entsorgt. Hier wird nicht so schnell entsorgt, so rum. Das wäre ja Quatsch, das alles immer dann jedes Jahr in den Müll zu werfen. Hier ist noch ein Wachtelei, da noch. Aber bei den Wachteleiern müsst ihr auch echt gut aufpassen. Die können ganz schön schnell kaputt gehen. Die sehen schon cool aus. Ich muss jetzt an meinem Kranz noch ein Band befestigen, damit ich den später aufhängen kann. Ich habe mich jetzt einfach für so ein rosafarbenes Schleifenband entschieden, was auch super aussehen würde. Ja, so ein Naturband, sage ich jetzt einfach mal. Letzten Endes ist das ja sowieso immer alles Geschmackssache. Ach ja, und ich habe vorher ausgemessen, wie tief soll denn mein Kranz überhaupt hängen. Man kann so einen Kranz auch einfach mal liegen lassen, also man muss die nicht immer aufhängen. So, jetzt eben noch mal gucken, ob das jetzt schon mal so weit passt. Wo ist jetzt meine Schere? Jetzt hätte ich schon fast die Rosenschere genommen. Zack, eben abschneiden. Jetzt mache ich hier oben einfach mal eine Schlaufe hinein. So. Das Überschüssige schneide ich jetzt hier einfach ab. Dann sieht das alles ein bisschen hübscher aus. Oder auch nicht, meine Schere will gerade nicht. Bisschen ganz schön stumpf, hä? Das Band habe ich jetzt an meinem Kranz dran und der kommt jetzt nach draußen. Er wird bei mir einen halbschattigen Standort erhalten und einen Standort, ja, wo er mit Regenwasser in Kontakt kommt. Wenn das jetzt mit dem Regenwasser bei euch nicht der Fall sein sollte, dann würde ich den Kranz mindestens einmal die Woche mit Wasser besprühen, weil dann bleibt das Ganze auch länger frisch. Bei drohendem Frost werde ich meinen Kranz dann doch lieber nochmal in die Werkstatt holen, weil die Blüten der Hyazinthen und der Tulpen sind relativ empfindlich. Ja, und ich werde mich jetzt auch an dieser Stelle bei euch verabschieden. Vielleicht konnte ich ja dem einen oder anderen von euch ein paar Inspirationen mit auf den Weg geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!